So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und weil heute Mittwoch ist, ist heute natürlich wieder Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr. An jeder Arena erscheint ein 5er Raid, theoretisch immer noch mit Zapdos. Und morgen kommt dann auch Lavados. Morgen ist nämlich wieder Raid-Boss-Wechsel. Nutzt die Chance also noch, wenn ihr ein gutes Zapdos bekommen möchtet, wenn ihr noch Bonbons sammeln möchtet oder wenn ihr noch ein Shiny braucht. Ich werde 18 bis 19 Uhr wieder die Raid-Mania übertragen. Diesmal aber nicht mit meinem Main-Account, sondern mit dem Spüle-Trend-Account. Alle, die mit dem Spüle-Trend-Account befreundet sind, haben also die Möglichkeit, diesen heute zur Raid-Mania einzuladen und Raid-Mania-Punkte zu verdienen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt was wird, ob die Leute das auf dem Schirm haben oder ob die stumpf den Main-Account einladen und sich wundern, wieso macht der denn nicht mit? Geht gerade nicht, ne? Aber vielleicht schafft es auch der Spüle-Trend, euch noch ein paar Punkte in der Raid-Mania zu bringen. Dafür habe ich nämlich extra Coins aufgeladen, auch wenn mir das alles nichts bringt, da der Account ja dann eh in 30 Tagen verlost wird und abgegeben. Ich möchte aber nicht lang schnacken. Wir fangen direkt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Sakul. Danke Ramses. Der hat nämlich gewonnen beim Gewinnspiel, wo es die Shiny Pikachus mit Okinawa-Hemd gab. Der hat hier ein Shiny Pikachu mit Okinawa-Hemd von mir bekommen, hat sich mega gefreut. Die anderen, mit denen muss ich noch ein bisschen leveln, zwei stehen noch aus, aber ich kann ja gerade nicht leveln. Aber wenn ich zurück bin, dann können wir vielleicht leveln und dann kriegt ihr eure Gewinne natürlich auch noch. Don't Kill My Poki, mit dem habe ich auch was getauscht, der hat mich angeschrieben, der wollte unbedingt ein Raupi von mir haben, damit er ein getauschtes Raupi von Ramses hat. Ich habe leider nur 100%ige auf der Hand gehabt, habe ihm also ein 100er getradet. Ist natürlich schlechter geworden, aber passt trotzdem noch bequem auf die Schulter. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Gossig. Da müssen wir leider auch ein bisschen warten, bis wir tauschen können. Lennart, Shiny Arctos auf Baum lieber. Bei dem Raid ist der Akku von 33 auf 5% gesunken. Benjamin Engel hat wieder mal eine Duo-Raid gemacht in 19 Sekunden mit 19 Sekunden Restzeit. Nicht in 19 Sekunden. Matze, danke an Raids für Zuschauer, hat hier auch seinen 100% Zapdos mitgenommen. 2015 war da der Wert. Perdo zeigt uns, der hat hier nicht nur ein Shiny Kostüm-Glomander bekommen jetzt im Jubiläums-Event, sondern auch noch in 100%. Das sieht gut aus, hat er dann wahrscheinlich auch direkt entwickelt zu diesem schwarzen Glurak mit Partyhut. Sieht doch auf jeden Fall nett aus. Perdo, außerdem hier ein Krypto-Voldilam mit. Ich glaube, es möchte unerkannt bleiben, deswegen ist einfach alles geschwärzt wie in meinen FBI-Akten. Was geht ab? Pogehanda hat uns noch was gezeigt für Raid am Mittwoch. Absol hat es die Woche gut mit mir gemeint. Er hat ein Shiny Absol, ein erlöstes 100er Hondiu, noch ein Shiny Absol, ein 100er Absol, ein Krypto-Shiny Glurak und ein Shiny Zapdos eingesendet. Ja, die Krypto-Starter in Shiny sind mir natürlich jetzt auch wieder entgangen, aber das sieht man ja jetzt alles erst, was einem fehlt. Vielleicht kommen die ja nochmal wieder. Wäre auf jeden Fall cool. Dann Celal, die Celal Edition. Celal wieder diesmal nur 80 Bilder geschickt. Shiny Arctos, Shiny Grillmark, 100er Serpifoy, Shiny Mangunior, 100er Otaro, 100er Zapdos. Glückwunsch an jeden, der das gelbe Wappentier bekommen hat. Dann die Eventbox. Ich habe zwei lustige Bilder mit den Eventboxen hier drin. Die Eventbox kostet 1 Coin und in der Eventbox kriegt ihr dann eine Daily Free Box. Und in der Daily Free Box, wisst ihr ja, sind gefühlt immer 4 Pokebälle drin und das war's. Also im Prinzip bezahlt ihr 1 Coin für 4 Pokebälle mittlerweile. Aber so hat sich die Eventbox halt eben abgeändert, dass man sie mit der Daily Free Box vergleichen kann. Dann Shiny Voltoball mitgenommen, Shiny Skobbel, 100er Trassler und 100er erlöstes Trassler. Und das verstehe ich nigge, weil wenn ich doch sowieso schon ein 100er Trassler habe, dann würde ich doch nicht das hier, was vielleicht ein, sagen wir mal, 96er Krypto-Trassler ist, erlösen. Weil das hättest du doch zu einem richtig fetten Krypto-Gardevoir machen können. Gardevoir, Gaudi. Ich hätte es wahrscheinlich so gelassen, wenn ich noch kein 100er hätte, hätte man es ja erlösen können, aber wenn er direkt davor das 100er zeigt, dann hätte ich das bestimmt als Krypto gelassen. Glücks Mewtwo durch einen Tausch erhalten in 100%, erlöstes 100er Shinux,
Ja gut, das braucht man glaube ich für nichts. Das kann man ruhig erlösen für das 100er. Shiny Scobble, erlöstes Snubbull mit 100, erlöstes Bisasam mit 100, Shiny Glumanda mit Partyhut, Shiny Pikachu. Das hat einfach so einen genialen Kuchenmützenhut auf. Pokémon Go! Früher in den Pokémon spielen, bitte kein Pokémon, bitte kein Pokémon, wenn ihr durchs Gras gelaufen seid. Heutzutage, na, wo seid ihr kleinen Scheißer? Und alles ist leer, ist einfach nichts da. Man will doch fangen, man will doch einfach zack, zack, zack. Also so ändert sich das. Event in Pokémon Go, Stadt, ihr seht, was abgeht. Und auf dem Dorf kein GPS gefunden, nix, alles tot, alles, ja. Das sind die Dorfspieler. Seid ihr auch Dorfspieler? Sieht es bei euch auch so aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Seid ihr Stadtspieler? Sieht es bei euch so aus? Wahrscheinlich auch nicht, also egal, alles. Dann hat Celal uns hier ein Bild mit reingeschickt. Der heißt ja nämlich eigentlich Jason aus Selm und mit seinem Trainercode. Und da steht er, und da ist lauter Geschnackel dabei. Und wenn ihr nämlich mal Bock habt, nicht nur die Celal Edition zu haben, sondern auch zu fühlen, könnt ihr den Jason aus Selm auch mal adden über die 1575-7585-7004. So, wir haben Schleichwerbung gemacht. Wenn ihr das reinschickt, warum nicht, können wir mal machen. Ich bin besoffen, ich weiß. Der Weißwein, der weiß nämlich alles. Also, fand ich auch irgendwie lustig. Was ist die Hälfte von 8? Halb 8. Wie ich in der Schule mit nur einer Antwort zur Legende geworden bin. Fand ich gut, habe ich auch mit reingenommen. Ansonsten Shiny Haspiror, Shiny Zapdos mit Wetterboost, Shiny Yorklef, ein Gengar beim Einkaufen. Vor den, was hat der da eigentlich? Was ist da drin? Das sind Smoothies, genau. Gengar ernährt sich nämlich gesund. Dann ein Scorpions, mit Evoli kann man immer was anfangen. 100% Glücks. Oh ja, ein 100% Macholo war dabei in der Rampenlichtstunde. Perdo nochmal, danke für die Unterstützung, liebe Grüße an Shinaya, die Jenna ist halt überall. Der hat hier ein Shiny bekommen, auch aus einem Raid. Shinaya war auch dabei, hat unterstützt. Andy Project noch etwas Schönes zu Eventende mitgenommen, hier auch nochmal Shiny Glurak. Ist aus, ist das aus einem Wetter Boost Raid? Von Glurak, Mega Glurak, Mega Glurak, die ihr gemacht habt, hatten ja dann auch als Glurak die Mütze auf. Auf jeden Fall hier auch noch Shiny mitgenommen. Nochmal Andy Project. Konnte für meine Frau am Freitag beim GoFest ein Modul zünden und von 120 auf der Medaille, so schnell habe ich noch nie eine Medaille auf Platin gesehen. Es waren weniger als 20 Encounter drauf, jetzt sind es 3574, also es müssen nicht immer die Leute in Zaragoza sein. Man hätte auch beim GoFest wahrscheinlich diese Medaille, bam, direkt auf Platin machen können, weil einfach jeder daran gefangen und gezockt hat. Sarina, nett, der Rasenmäher ist trotzdem cooler. Auch das verpasse ich natürlich, weil ich ja die Aufgabe nicht zu Ende machen konnte. Dann ist mir aber aufgefallen, das ist das Rotom, was es damals schon zu einem GoFest gab, aus den Fotobombs. Das heißt, ich und Pupsi, wir haben jeweils ein paar davon auf Lager, aber halt kein hundertprozentiges. Trotzdem richtig genial, dass auch ein mega seltenes hundertprozentiges momentan. Eigentlich hätte das Schocker der Woche sein müssen. Glaubt niemand, weder damals noch heute hat ein 100% Rotom, außer Sarina. So, Shinaya, Shiny Arctos, schlechtes Zapdos, also das schlechteste, was man haben kann mit 67%, 10, 10, 10. Dann hier Shiny Glurak, dann Shiny Haspiror, Shiny Medity, gebrütet, erlöstes 100er Zwirlicht, 100er Zapdos bei Daniel Love. Lukas, nach langem ein neues Shiny Grillmark. Ihr müsst jetzt nicht in Berlin bekommen. Es ist auch nachträglich jetzt natürlich verfügbar. Das 100er auf dem zweiten Account. Danke an YouTube Sweet. Auch nochmal von Lukas. 100% Zapdos. Multi-Accounting. Ich glaube, das stört wahrscheinlich niemanden, oder? Chevy Art. 100% ISO. 100% Glurak. 100% Krypto. Shinux und Trasler, 100% Krypto. Shiny Grillchita Wild. Du hast die Weiterentwicklung direkt als Shiny gefangen? Oder du findest es wild, dass das plötzlich dieser Ketchup-Fleck aufstehen kann und Beine hat? Ja gut, hat sie vorher auch schon gehabt. Hiermit gebe ich bekannt, dass ich ein absoluter God of War Ultra bin. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, das ist das Trasler, was er da...
Nee, das ist nicht das, das ist ein anderes. Aber hier ist das und das, 10.7. ist doch das von hier bestimmt, oder? Ist das gemaxed oder was? Das auf jeden Fall auf Level 50, sieht richtig brutal aus. Luxtra auch richtig brutal, 3200, 100% Krypto, bitte immer auf Level 50 pushen und angeben und flexen. 100% Incognito auch noch mitgenommen, da hat wohl einer geradet, ne? Tiso, wollte nur Danke sagen, weil das ohne dich und dein Format Raids für Zuschauer sicher sehr, sehr lange gedauert hätte. Taiwan Tiso, ne? Gewinne 2000 legendäre Raids. Ich mag das Format, ihr mögt das Format. Es wäre schade, wenn es das Format nicht mehr gäbe. Wir haben das ja gestern auch weitergeführt, obwohl ich selbst gar nicht mitmachen konnte, habe ich trotzdem Spaß gehabt. Und wir haben einfach eine gute Zeit und es ist viel los und es sind auch viele Leute da. Wir können viel labern, wir können chillen, es werden Fragen beantwortet. Ihr untereinander, wenn ich dann sehe, dass die Leute shiny, shiny, yeah, genau, finde ich das trotzdem eine geniale Sache. Erstmal mein Beileid zum Bann, haltet durch die Durststrecke mit freundlichen Grüßen, Maggie, ne, mit einem Krypto, Shiny Bisa Floor, guckt ihr das an, das gleich maxen. Nein, die EV sind ja bestimmt schrecklich, also bitte nicht maxen. Aus der befristeten Forschung, Sören, 100er Kaumalat. Sören, na toll und nun, ich würde es entwickeln. Aber nicht erlö, ich würd's wegschmeißen, glaube ich. Es würde auf jeden Fall ein 100er werden. Das kann ja eigentlich was, oder? Kramurks? Kramchef ist doch trotzdem eigentlich ein starkes Pokémon. Und das mit so guten IV. Das ist vielleicht das, weil er es zu einem 100er machen könnte, aber eigentlich es so lassen will, weil es ja stark ist, aber er dann ein 100er hätte, was er vielleicht noch nicht hat. Ich würde es so lassen. Sieht bestimmt gut aus dann. Kaiser Kai, Schulausflug in den Filmpark Babelsberg und bekomme das da. Hat sich der Ausflug ja gelohnt. Und bekomme das. Da hat sich der Ausflug ja gelohnt. So rum bestimmt. Zubat, grün. Kevin, großes Dankeschön, darüber freue ich mich sehr. Das war ja beim GoFest Vlog, wer das gesehen hat, dieses GoFest war für euch. Da kam ja der Eli und hat gesagt, ob ich ihm bitte mal ein Autogramm hier drauf geben könnte auf diese Karte für Kevin. Herr Ramses, so abgelenkt wie er war, natürlich vergessen drauf zu schreiben für Kevin. Und es war, ich konnte überhaupt gar nicht schreiben, ich habe da rumgewühlt, dann ist er so verschmiert, das ist ja, das sieht so schrecklich aus, leider. Das müsste richtig fett und schwarz sein. Für Kevin von Ramses. So war es einfach, bam. Aber in dem Moment einfach nur, Ramses der Dicke. Und dann war das vorbei. Und dann, aber er hat sich gefreut. Das ist auch schon aufgetaucht in diversen Gruppen. Der Stefan Landei hat mir auch ein Bild geschickt, dass das in der Gruppe gepostet wurde, wo er auch drin ist. Und die das eigentlich chillig fanden. Dieses arme Lavados. Warum aber ausgerechnet auf die Lavados-Karte? Eigentlich jetzt auf eine Zapdos-Karte gemusst. Wegen, weil ich und so, aber vielleicht ist er ja rot und deswegen ist für ihn rot und das sein Wappentier. Man weiß es nicht genau, aber trotzdem habe ich es doch gerne gemacht. Anna Rottenroxy, endlich mal wieder was für Raid am Mittwoch. 100% Glücksglumanda mit Mütze drauf. Benjamin Engel, der zweite Account, sahnt ab hier. Shiny Krypto Glumanda, Shiny Krypto Shiggy. Dann 100% Knackrack aus Dresden, Sachsen. Hast du auch schon mal die schärfste Pizza der Welt probiert aus Dresden? Die mit 12 Millionen Scoville? Das wäre noch ein Ziel von mir. Dann 100% Tane. Heiko zeigt uns auch ein Duo-Raid mit Hikaru. 32 Sekunden übrig. Und dann gab es aus der Einladung von Julchen, also eigentlich von Meisterfängern, auch ein 100% Zapdos. Grüße an Julchen an der Stelle und ein weiteres Bild zur Eventbox. Wenn ihr die Eventbox kauft für einen Coin, kriegt ihr einen Coin weniger. Das ist der Inhalt, ein Pokécoin weniger, wenn ihr die kauft für einen Coin. Das ist so genial. Shinux hier im Alter von in den letzten zwei Wochen 400er bekommen. Klick auf jeden Fall ein Highlight. Bis jetzt, solange es noch kein Z-Day hat, ist das immer noch ein Highlight. Katze, Magma und Magia, Mega End. Mega End? Mega Entwicklung? Ist das eine Abkürzung dafür? Und die Shinies in den letzten 14 Tagen: Grillmark, Turzel, Chanera, Snubbull, Stolunio, Flampion, Flunschlick, Darkrai,
Thomas Bo, auch 100% Zapdos, aber anders als alle anderen, nicht aus dem Raid, sondern aus der GBL, die ich jetzt auch nicht auf Rang 20, 21 spielen kann. Ah, fällt dann wieder auf, was alles Julchen, ein Partyhut muss es sein, auch wenn es schlecht ist. Ja, sowas hätte ich eigentlich löschen müssen, gar nicht mit reinnehmen. Ist halt Julchen. Dreht sie wieder durch, wenn es löscht, also muss es mit reinnehmen. Vielen Dank an den Fahrradjan-Account, der das Shiny Lugia nach Hause geschickt hat. Nach Hause. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber wäre für mich was, was ich trotzdem wegwerfen würde, weil ich denke, ist kein 100er, kann weg. So, mein Tausch mit Chaos Lady in Berlin ist leider nichts geworden. Chaos Lady. Es ist aber doch was geworden, sonst hättet ihr doch nicht getauscht. Also, glaube ich, so ungefähr. Sie meint, die IV sind Mist. Hm. Sieht auch komisch aus, würde ich auch weghauen. Brauche ich nicht, muss ich nicht sammeln. Sieht einfach stark aus. Krypto Glurak auf 40 ohne Brust, ohne Frust, zieh der Attacke. Ja, sieht wirklich stark aus. Reib's mir nochmal unter die Nase. Lennart hier noch mit einem Haspirohr, mit einem 100er Skobbel. Heute habe ich eine Glückssträhne, erst das Haspirohr, jetzt das Skobbel. Definitiv mein Glückstag, bei Feldforschungen steht der Ort dran. Noch ein 100er Glumanda. Jupp, ich habe heute einen Glückstag. Shiny Lady Bar. Danke Pokéball Plus, Shiny Ditto, hat er danach nochmal geschrieben, das ist übrigens ein Shiny. Hätte ich so gar nicht erkannt, an der anderen Farbe und an den ganzen Glitzersternchen. Back to back Shiny Ladybar, also das zweite Ladybar nacheinander, dazwischen habe ich noch andere Pokémon gefangen. Das ist aber dann nicht back to back, ja? Back to back wäre direkt das und dann das danach und nicht dazwischen noch andere. Oder steht da, dazwischen habe ich keine anderen Pokémon gefangen. Doch. Dann noch Nummer 2 der Familie, 100er Visasam. Im 1:1 Format will ich nicht Pokémon Go spielen. Das sieht auch gut aus. Pokémon Bug, nicht Pokémon Go. Nummer 3 ist es jetzt bei mir. Auch noch Shiny Chanera mitgenommen. Cumulus aus dem 7 Kilometer, hier 100er Porenda. Im dritten Raid beim Cumulus, ist das, nee, ist der gleiche Account, genau. Shiny Zapdos auch, wo die meisten gesagt haben, sie haben gar nicht erkannt, dass das Shiny ist. Cumulus aus der Forschung, auch Chanera, Jojo, 10 Raids später, das zweite 100er, ne? Also 200er und beide jetzt auf Level 40 schon mal erstmal gezogen. Oder ist es 40 oder ist es 50? 3? Es könnte sogar 50 sein, ich glaube, so extrem hoch kommt der gar nicht. Also ich denke mal, 3,9 ist vielleicht schon Level 50. Alter, wie krass bist du denn? Gerade aus dem Ei bekommen, 100er Flammjau von Henry Niki. King Hammer, das ist doch was für Raider Mittwoch, oder? Die meisten würden dich jetzt steinigen, weil du es erlöst hast. Ich finde es okay, hätte ich auch so gemacht an deiner Stelle. Ich sammle die 100er Legendären, aber nicht auf 50. Da fehlt doch was, da muss noch was her. Und Brady Stendal zeigt uns auch hier sein, wer da geboostet ist. Ist gar nicht wettergeboostet, sei nicht wettergeboostetes Shiny Zapdos. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und ich finde es so schlimm, wie die Gesichtsfarbe immer zu wechseln. Vielleicht sollte ich einfach hier hinten bleiben und so die ganze Zeit reden. Dann ist es nicht so schlimm. Weil hier vorne wird man einmal Käse und dann einmal wird man eine Orange. So, jetzt also noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Daniel Chevy Art. Der hat nämlich Samyang-Nudeln nicht nur gekauft, sondern auch zubereitet und gegessen und hat mir nichts davon abgegeben. Der richtige Schocker der Woche kommt aber von Dave Schwarz und zwar GoFest Berlin. Nach technischen Problemen, Denkmal einzigartig oder sehr wenige, so eine Schaberlerle. Grüße aus Nürnberg und Prost und nicht unterkriegen lassen. Letzte Woche gab es ja schon ein Chabelle 100er vom GoFest von Thomas. Aber diesmal das unbekannte Wesen aus einer anderen Welt mit Chabelle-Kostüm, weil, was ist das? Guck mal, gefangen in der Wildnis mit einem roten Pokéball, Herkunft unbekannt. Und wenn man es bewertet, die Herkunft dieses Chabelle ist unbekannt. Normalerweise habt ihr das ja aus der Forschung bekommen. Und hab das mit einem Ultraball gefangen und ist auch direkt drin geblieben. Und es müsste Berlin dran stehen. Ihr konntet das nur in Berlin fangen. Ihr konntet das nur mit dem Ultraball fangen. Bei ihm ist es
unbekannter Herkunft, keine Ahnung, Ort unbekannt, mit dem Pokéball gefangen, technische Probleme. Das macht ein 100er nochmal extrem anders, weil das einfach nicht, das ist, dann ist der Schocker der Woche, genau, lassen wir es mal so stehen. Zweimal hintereinander ein 100% Schabelle. Wer hat aber ein 100er Rotom? Schreibt es mir in die Kommentare, außer Sarina, ich sag niemand. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raidmania. Schweren Herzens muss ich eure Anfragen annehmen, eure Einladungen auf dem Spüle-Trend-Account. Der ist jetzt... Ach, wie weit der ist, das seht ihr später. Ich werde heute einfach da die Raidmania machen. Da sehen das ja manche. Und ansonsten werde ich für morgen Donnerstag vorbereiten, noch ein Video, um den Stand zu zeigen momentan, was der gerade alles hat. Dann habt ihr da auch noch was und denkt dran. Ich bin Donnerstag früh um 4 fahre ich weg nach München und komme dann erst am Sonntag bin ich sozusagen erst wieder da, könnte man sagen. Sonntag bin ich erst da, weil Samstag habe ich Geburtstag, Sonntag bin ich erst da. Und da ist C-Day. Und da können wir vielleicht von unterwegs mal einen Stream machen und mal durch Hibu laufen mit Hannes und Stargast, wenn Stargast kommt, weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich das wissen müssen, damit man das vorbereiten kann, auch gerade wegen Schlafplätzen und Bescheid sagen, aber der Stargast ist halt der Stargast und der ist so speziell, der ja, steht dann einfach in Hibu und dann ist keiner mehr da. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.